Und weiter geht es mit Endless Space 2. Wir sind die Walters und haben gerade das System Hamal von den Suffrons erobert. Allerdings lauern da noch drei Schiffe. Ein angeschlagenes Großkampfschiff, ein mittlerer Koordinator, auch nicht von schlechten Eltern, und ein mittlerer Jäger. Wow, 2380 Angriff. Nicht schlecht, Herr Specht. Gut, dass wir einen Helden haben. Einen fähigen, hoffe ich. Kann ich ihn eigentlich noch ein bisschen tunen, den Helden, bevor ich in die Schlacht ziehe? Ich weiß gar nicht, wann ich zuletzt das Schiff abgedatet habe. Ja, ich glaube, wir haben einen besseren Schild. Ja. Definitiv. Oder? Ja, tut sich nicht so viel. Ein bisschen mehr Energie. Ein bisschen weniger Projektilverteidigung. Jede Menge Module. Ein besserer Antrieb. Ja, zwei Punkte mehr. Auf jeden Fall. Störsender. Erfahrungssammler für die Flotte. Ja. Wie sieht's denn mit den Waffen aus? Phasenstrahl optimal auf allen Distanzen. Geschosse. Torpedos. Ja, alles, was man braucht. Man könnte den Phasenstrahl eventuell verbessern. Ein bisschen mehr Energieangriff. Ja, minimal. Aber dafür leuchtet er schön grün. Verteidigung, Hilfsmodule hatte ich schon. Schild, ja. Bessere Panzerung. Jo. Ach so, Orichalcix. Ja, das ist das Problem. Wir haben kein Orichalcix und der Markt ist weggefegt, leergefegt. Ich muss unbedingt ein System mit Orichalcix erobern, aber irgendwie ist mir das noch nicht gelungen. Okay. Auf die To-Do-Liste setzen. Aber jetzt muss ich erstmal hier die Suffrons angreifen. Kann ich, genau. Ja, schauen wir nochmal zu bei so vielen schönen großen Schiffen. Taktik. Taktik. Ja, ich glaube, die Geschosse. Ja, die Schildkröte. Slightly better. So, nehmen wir das mal. Ist ja auch so eine Wissenschaft für sich hier, diese Taktikkarten und vor der Schlacht auswählen. Hängt ja auch von der Bewaffnung der anderen Schiffe ab. Und deren Taktiken, die nehmen Sperrfeuer. Mehr Schaden, mehr Absorption bei uns, ja. Aber gut, wir sind überlegen. Sollte nicht unbedingt das Thema sein. Vor allen Dingen das Großkampfschiff ist ja schon halb, ja, angeschlagen. Oder beschädigt vielmehr. Sollte nicht das Problem werden. Sehr schön. Sehr schön. Brutzelt sie weg. Was sind das für Waffen? Raketen? Boah, der hat gesessen.
Ja, der Lack ist ab. Andreka leidet bei uns ziemlich. Das vor dem Helden. Ja, der schöne Lack. Ab in die Werkstatt. Ah ja, am besten gleich verschrotten. Ja, wow, wow. Na, kommen wir ohne Schifferlust hin. Wenn die Dreka, die fahren wie ein Diesel, wie sich das anhört. Ich hoffe, Euro Norm 6. Jawoll. Unser Dreka ist kurz vorm Zerbröseln, aber ich glaube, wir haben es gerade noch so geschafft. Wow. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr. Ja, genau da. Ja, war noch ein bisschen Luft. 3000 Punkte. Vor der Zerstörung entfernt. So. Das hätten wir. Was baue ich da eigentlich in dem neuen? Ja, ein bisschen Stimmung machen. Und ja, die Anomalien erforschen. Ja, ich hatte übrigens noch ein System entdeckt. Wo war denn das? Columba, das war glaube ich immer in Piratenhand. Das möchte ich noch besiedeln. Ich weiß gar nicht. Die Piraten sind da vielleicht vernichtet worden. Schickt da schon mal so ein paar Schiffe hin und sobald die Argosy bereit ist, werde ich natürlich dahin fliegen. Ja. Nach Fund und dann rüber jetten. Oh, was haben wir denn hier? Ein Vodiani? Eine Arche? Eine voll intakte Arche. Naja, gut, die sind militärisch jetzt auch nicht mehr so der Brüller, aber was wollen die hier? Ja, muss ich auch mal im Auge behalten. Schweben die durch den Raum? Ja, die sind noch nicht drin im System. Könnte ich eventuell mal die Argosy im Hangar. Ach, ich kann sie aufwerten. Echt? Gut. Ach, sie ist schon wieder bereit. Sehr gut. So, da oben soll es ja nicht so unsicher sein. Ist ja das Imperium, unsere Verbündeten. Ansonsten, ja. Ich kann ja direkt dahin springen. Nach Fund. So. Dann. Hier ist auch jede Menge Antrieb. Ja, dann kann ich am besten gleich rüber springen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass hier Feinde sind. Da dauert es noch 3 Runden. Und wenn ich hier rüberspringe, kann ich wahrscheinlich. Moment, nee, ich habe keine Punkte mehr. Dauert 2 Runden. Na gut, ich mache es mal so. In der Hoffnung, dass da keine Feinde mehr sind. So, dann. Oh, was habe ich denn hier alles für Listen? Ranas kann bauen. Was baue ich denn mal? Forschung?
Ja, ich glaube, ich gehe mal voll auf Forschung jetzt. Momentan. So, ich glaube, ich gehe in die nächste Runde. Dark habe ich auch eingenommen. Ja, die sind weiterhin loyal, die Ungefallenen. Kann sein, dass sie uns gegen die Sofons helfen wollten wieder. Ach ja, da stand ja Argo sie bereit. Manchmal sollte man auch die Meldung zuerst lesen, bevor man sich fragt, was Sache ist. So, nächste Runde. Ja, stand ja auch die Überlegung an, ob die Epsilon, die Rissgeborenen, in unsere Allianz gehen. Sie hatten das ja angedeutet, sie wollten. Das wäre natürlich für den Eroberungssieg gut. Ah, Orichalcix, aber nur 5 Stück. Obwohl, Moment. Ich habe Orichalcix auch als Orichalcix als Ader entdeckt. Hamal und Quadrinix. Oh, Tat mit 10 der Wissenschaft abgeschlossen. Schalte als erster 15 Tags frei aus dem Bereich Wissenschaft und Erkundung. Und wir kriegen dafür den Spin-off Incubator, ein Wissenschaftsgebäude. Ja, das bringt mehr das pro Wissenschaftsgebäude. Wenn man das baut. Nicht schlecht. Fund geht noch weiter. Ja, das sollte nur noch einmal so gehen. Denke ich. Ja. Entscheidender Sieg. Was tun wir mit Fund? Besetzen, was sonst. So, wo waren das? Ach ja, genau, hier die Sofons. Sternglanz. Da wollte ich noch warten, bis ein großer Träger frei ist wieder. Und das könnte ja jetzt der Fall sein, wenn ich... Also jetzt muss ich erstmal ein Portal bauen. Dauert lange genug. So, haben wir jetzt doch Orichalcix. Wo war denn das? Hamal? Ah, Wahnsinn. Das ist ein gutes System. Jetzt haben wir endlich Orichalcix-Einnahmen. Hat sich das Problem ja dann fast auch erledigt. Hoffe ich mal so. Genau, dann fehlt hier noch Sternglanz. Kann ich die angreifen? Ja. Da brauchen wir aber, glaube ich, nicht zu sehen. Nee, müssen wir nicht. Ja. Ja, ist auch nur ein mittlerer. Egal, was kommt. Wir kämpfen. Zerstört. Tja, so von uns, tut mir leid. So kann es kommen. Ach, der Ting ist ja auch frei. Der könnte mal nach Sternenglanz rüber jetzt, genau. Ja. Ein bisschen reparieren noch. Genau, Ablösung. Ja, genau. 4 Runden dauert lange genug. Hä, wo fliegt er denn? Achso, zum Portal natürlich. Genau, da wird ja auch noch eins gebaut erst. So, den Sofons... Oder den Sofons wird das Wasser abgegraben. Oder vielmehr Dust.
So, ja. Läuft ganz gut soweit. Genau, die Argosy sollte ja kolonisieren. Da oben, Columba. Kann sie schon? Ich kann direkt ein Portal bauen und kolonisieren. Auch nicht schlecht. Ist das neu? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich eine Aufwertung. Aber ich würde sagen, ja, ich kolonisiere mal schnell, bevor es jemand anders tut. Ja, nicht übel. Produktion vielleicht. Columba 1. Ja. Groß Lava. Viel Produktion. Gas. Viel Produktion. Ja, geht so. Das viel. Hier ist mehr Nahrung. Tja. Welches nehmen wir denn mal? Ach, ich nehme das hier. So. Boah, Lava. Ausgehobene Piratenfestung. Genau, da waren mal Piraten zu Hause. Waren mal. Ja, den Portal bauen. Das geht, dauert ja auch nicht so lange. Kann ich gleich kaufen bei dem Geld. Kein Thema. So, ja. Ja, ein bisschen Wachstum kann auch nicht schaden. Kann ich auch mal beschleunigen. Wie gesagt, Geld spielt keine Rolle mehr. Oder das. ja. So. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, es schreitet voran. Unaufhaltsam. Was haben wir denn hier? In Gatria. Pirscher sind Piraten. Oh oh. In Gatria sind so ein paar komische Flotten unterwegs. Piraten. Ziemlich viele. Habe ich irgendwo eine Flotte? Ich glaube, die Piraten bekämpfe ich ab jetzt auch. Irgendwie brauche ich die nicht mehr. Kein Held. Was haben wir hier? Verteidiger. Vielleicht ein paar Verteidigungsschiffe bauen? Du. Wie lange dauert ein Dreker? 3 Runden, 30k. Und Knarrverteidiger? 1, 2, 3. Ja, wie gesagt, ich gebe hau mal mein ganzes Geld raus jetzt. Man gönnt sich ja sonst nichts. So, Zug beenden, ja. Moment. Na. Hardar. Hardar. Die könnte ich eigentlich auch gleich mal. Ach, da ist ein Held noch. Ja, der könnte eigentlich mal rüber jetten.
Genau, nach, was war das noch? Den kann ich auch aufwerten. Nach, wo war das jetzt? Gatria. Damit da nichts anbrennt. Genau, da ist er schon. Sehr schön. Dann wird da nichts passieren. So, gut, dann jetzt beenden die Runde. Eine Wolke übernommen. Bringt mehr Produktion, mehr Wissenschaft, mehr das und ja, alles. Gut. Neue Heldenstufe. Für unseren stärksten Helden. Ja, der hat schon alles. Fast. Fast, fast, fast. Was nehmen wir denn mal? Ach, nehmen wir mal das. Oder was haben wir hier noch? Ja, das hier. Mehr Einfluss. Ja, der Skilltree ist so ziemlich ausgereizt jetzt schon. Oh, hätte ich mir das nehmen sollen? Ja, es ist zu spät. Beim nächsten Mal. So, bewegen. Columba ist unser. Fast. Ja doch, ist schon unser, aber die Flotte ist noch nicht angekommen. Ja, was mache ich denn hier? Ja, solange die nicht angreifen, werden sie wohl nicht wagen, denke ich. Hoffe ich. So, was ist hier mit Sternenglanz? Kann es eingenommen werden? Noch nicht ganz. Nee, noch zwei Runden. Na gut. Das sollte noch in dieser Folge klappen. Aber die Zugberechnungen dauern jetzt auch ein bisschen länger. Ist ja auch immer mehr los in der Galaxis. So. Routen blockiert. Was? Gatria? Habe ich nicht gerade gesagt? Die greifen uns nicht an? Na gut, jetzt greifen sie an. Ja, selbst schuld. Gut, dass ich den Obbot dahin geschickt habe. Ja, das war's. Gut, Obbot, unser treuer Roboter. So, mehr Flottenpower. So muss das. Schild könnte ich auch mal verbessern. Antrieb könnte ich auch mal verbessern. Jo. Sonst noch was? Flottenerfahrung. Ja, kann auch nicht schaden. Lassen wir mal so. So. Bewegen. Noch eine Runde. Ja, noch eine Runde. Bis zur Bodeninvasion in Sternenglanz. Dann glänzt es nicht mehr so schön nach der Bodeninvasion. Perfekte Verhandlungen. Was kann man denn da machen? Kooperationsvertrag. Ja. Vielleicht kann man ja die Riskebohnen so irgendwie reinholen noch. Olvaldi. So. Forschen.
friendship is something pure, isn't it? Ja, sie werden immer freundlicher. Ja, schon wieder Piraten. Ja gut, pro forma schlapp. Verzweiflungstaten, denke ich. Keine Chance. So, jetzt aber. Wir kommen an den Sternenglanz. Und fallen ein in Sternenglanz. So, ja. Fangen wir an. So, ja. Läuft gut. Mit diesen Aussichten könnte man sagen, es geht weiter so in der nächsten Episode. Die Sofons sind so gut wie vernichtet. Und was ich mit den Rissgeborenen und ob sich die Rissgeborenen unserer Allianz anschließen, das werden wir dann auch sehen. Sorry. Ich hoffe, ja, ihr schaut wieder zu. Dann sag ich mal, bis dann. Ciao, der Argonaut.